Zusage nach der anderen hier für das Event. 6.48 Uhr. Und wie ja schon angekündigt im Vlog, möchte ich auch wieder ein bisschen Video rumprobieren. Das wird dann wohl bei YouTube landen. Denn bei, also auf dem eigenen Blog ist, sind die Formate oder die Dateien einfach zu groß. Das kriegt man nicht vernünftig groß. Das wird dann irgendwann zu teuer. Außerdem ist, bleibt natürlich der Blog immer ein bisschen langsam. Es ist zwar schon ein richtiger Webauftritt, aber man teilt sich halt trotzdem mit 50 Leuten einen Server. Und da ist der Download manchmal ein bisschen langsam. Da muss man dann halt auch Kompromisse eingehen. Und YouTube ist für mich im Moment das Einzige, was wirklich annähernd realistisch nutzbar ist. Da gibt es Vimeo und Co., aber das ist alles halber Kram. Ja, heute geht es mal eher ums Wandern, nicht nur ums Geocachen. Hier sind wir auch schon auf dem Parkplatz, wo das Ganze beginnt. Hier werde ich auch gleich den Kilometerzähler von meinem lieben Locus Pro anwerfen und mal gucken, wie weit es wirklich ist. Es geht heute zum Hasselbrack. Hier kann man also wunderbar parken. Wir sind hier in der Wulmstorf. Hier wohne ich in der Ecke. Und ja, hier ist der Weg, darf man nicht nehmen, obwohl da viel gefahren wird, aber eigentlich gar nicht. Hier ist der Ort Eingang bzw. zu Ende. Und hier ist ein großer Parkplatz, wo man das Auto gut abstellen kann. Es ist natürlich auch immer hier die Hundemuggelecke, aber eigentlich ist immer ein Parkplatz frei. Von hier aus geht es jetzt und heute dann mal zum Hasselbrack. Das ist der höchste Berg Hamburgs. Ne? Höchste Berg Hamburgs. Ich glaube 160 Meter, ich gucke nachher nochmal nach. Und der liegt nahe an der sächsischen Grenze, wo ich jetzt hier wohne. Das ist hier noch Niedersachsen. Und wir können da wunderbar, noch ist hier alles grün. Wir gehen jetzt gleich hier direkt über die, über das ehemalige Bundeswehrgelände der Röttiger Kaserne. Die Kaserne selber ist mittlerweile mehr oder weniger bebaut, ist bald fertig, die Sachen. Da ist wirklich richtig was an Leuten hingezogen. Das merkt man hier auch schon im Grün, das wird einfach voller. Der Freizeitdruck aufs Grün wird höher. Aber noch ist die Bundeswehr, das Bundeswehrgelände hier schon noch immer so ein bisschen, ja, kleiner Geheimtipp. So viele kennen es noch nicht. Es gibt so eine alte Panzerringstraße, das war ein Panzerbataillon, das da in der Kaserne war. Das ist auch schon halb zugewachsen, der Panzerring. Und über den geht es jetzt Richtung Hasselbrack. Also das ist einfach die Wanderstrecke, die ich heute mal so ein bisschen zeigen und vorstellen will. Von Wulmstorf zum Hasselbrack, Luftlinie 5 Kilometer. Wie viel das jetzt genau sind, werde ich nachher gucken. Wie gesagt, ich zeichne es mal auf. Und zwar einfach, ja, so Geocacher-like. Die kürzeste Verbindung ist eine Gerade. Und deswegen auch gleich ein Wort zur Qualität. Keine Ahnung, wie die am Ende sein wird. Weil ich nutze auch hier wieder das Handy. Nicht, weil ich das Handy so toll finde, sondern weil ich einfach ja, den ganzen Blog mit Keep It Simple betreiben möchte. Ich kenne immer dieses ganze Gesabbel von vielen Podcastern, von Videofilmern, von Bloggern, was man alles machen muss, um erfolgreich zu sein. Ja, ist alles schön. Dann bin ich eher das lebende Beispiel dafür, dass es auch mit ganz, ganz, ganz einfachen Mitteln geht. Ich habe hier noch nicht mal ein teures Handy, also ist immer relativ, aber kein High-Tech-Handy. Ich laufe hier mit dem Motorola Z-Play der ersten Generation rum, dass ich mir einfach aus dem Grund gekauft habe. Da kannst du einen fetten Akku ranhängen ohne Kabel. Das war's. Aber jetzt genug Meta-Informationen. Jetzt geht's hier, wie ihr seht, schon den Panzerring hoch. Keine Sorge, ich habe jetzt nicht vor, das alles zu filmen, sondern immer nur so ein paar Ecken, dass man mal ein paar Eindrücke kriegt. Ich finde die Wanderung von der Wulmstorf zum Hasselbrack echt eine schöne Geschichte. Hier geht gerade die Sonne auf. Wie man sieht, hinter mir niemand. Vor mir niemand. Nicht mal die ganzen Hundebuckel. Und das ist hier wirklich so eine Hunde-Kackmaschinenstrecke. Ich habe jetzt so die ersten Kilometer hinter mir. Ist echt herrlich. Also ist jetzt gerade kurz vor 7. Die Vögel machen einen hellen Lärm. Ich finde das immer wieder klasse. Ist jetzt so, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich finde beim Wandern, das ist die geilste Jahreszeit. So gerade frisch angefangener Frühling.
Heute sollen zwar 25 Grad werden, das ist schon fast sommerlich, aber die Luft ist noch nicht so wärmegeschwängert, sondern ist sogar fast ein bisschen frisch. Das ist, ach, göttlich, wirklich frische, herrliche Luft zum Atmen, trotzdem schon warm genug, dass ich hier mit Pullover rumlaufe. Mehr kann man sich doch eigentlich fast nicht mehr wünschen, glaube ich. 1,5 Kilometer hinter mir, die Sonne kommt langsam hoch, dauert noch einen Moment, ist noch schön frisch. Und was ich noch mal kurz zeigen wollte, hier gibt es hier nämlich ein altes Lost Place Gelände, für die, die auf sowas stehen. Der Zaun sieht eigentlich fast überall so aus und das interessiert auch keinen, wenn man mehr Wetter drinnen rum oder reinläuft. Das ist eine alte Bunkeranlage. Hier war das Munitionslager für die ganzen umliegenden Kasernen. Ich war damals also auch mal in Stade stationiert. Und wenn Sprengstoff hauptsächlich oder auch Munition geholt wurde, dann häufig von hier, kriegt man das mit. Hier sieht man, geht's rein, das Tor ist auch groß offen. Hier war mal ein Gebäude, das haben sie schon abgerissen. Da kann man noch links hochgehen und da geht's dann zum Wandern auch wieder schön weiter Richtung Wilmsdorf und umliegende Dörfer. Hier geht's in die Schießanlage rein. Das wäre aber ein anderer Film, das habe ich auch schon mal gemacht. Der ist jetzt hier nicht so wichtig. Wir wollen ja heute zum Haselbrack. Ich persönlich gehe ungern auf Beton. Das ist zwar erstmal angenehm zum Laufen, aber ich finde auf Dauer ermüden die Füße früher. Und hier hat das echt einen Vorteil. Später geht es eh in den Wald, aber auch hier die ersten Kilometer durch diesen Bewuchs, auf der Panzerringstraße hier, kann man wunderbar sich entscheiden, möchte man lieber Beton laufen oder gehe ich so ein bisschen am Rand, ohne dass das hier gleich schlechtes Wegstrecke wäre, sondern es ist einfach nur bemoost und bewachsen, aber da laufe ich viel weicher drauf. Also wieder echt auch ein Argument, um von über diesen Weg hier zu laufen, zumindest über die Panzerringstrecke. Man muss ja nicht von Neuwulmsdorf aus, man kann auch von der Kaserne selber, der guckt einfach nach Röttiger Kaserne. Oder was auch sehr schön ist, es gibt hier einen Segelflugplatz und zu dem kann man auch im Auto hin, da gibt es auch einen Parkplatz. Schaut nach Segelflugplatz Fischbeck, von da ist das auch eine tolle Strecke. Jetzt kommt mir tatsächlich einer entgegen um die Zeit. Hier gibt es den alten, hier hatte ich mal einen Cache liegen, der hieß Dreizack. Mittlerweile haben sie mir den Baum leider zum Zweizack gemacht. Naja, hier biege ich immer ab, wenn ich dann in die Richtung gehe. Natürlich, da wir hier wohnen, wandern wir hier öfter mal. Und nicht nur zum Haselbrack. Und die ist für mich so die schönste Abbiegung. Hier ist der Weg, wird hier schon schön schmal, ohne dass er zu anstrengend wird. Zum Wandern finde ich das optimal, weil auch rechts und links jetzt Wald ist. Also sogar noch Mischwald. Das heißt, es ist auch nicht alles zu, sondern man kann auch mal ein Stück in den Wald reingucken. Das ist hier einfach eine schöne Gegend. Hier sieht man, glaube ich, auch noch mal ganz gut, warum ich diese Strecke mag. Gerade auch morgens. Die Sonne scheint, die kommt so durch die Bäume, ohne zu blenden. Man hat trotzdem noch Schatten, aber wer will, kann sich einfach in der Sonne im Moment hinstellen, aufwärmen. Also es hat einfach alles, dieses Gebiet hier. Das ist echt wunderschön. Und ich hoffe, die streiten sich noch lange, was sie hier machen wollen. Denn solange sie streiten, passiert nichts. Ja, irgendwann ist der Weg dann wieder zu Ende. Und dann geht es nur noch links oder rechts. Und ich glaube, man sieht hier auch schon, es ist wirklich eine abgelegene Gegend. Auch wenn hier noch so ein paar Jägerstände stehen, aber selbst die habe ich irgendwie noch nie besetzt gesehen. Und ich gehe hier links. Und ein kleines Stück weiter geht es dann gleich wieder schräg rechts. Ich filme einfach mal so ein paar Abzweigungen. Es gibt ja tatsächlich Leute, die lesen, die laufen tatsächlich nur so nach Video. Warum nicht? Es geht auf jeden Fall über den Tempelberg. Das könnt ihr euch so im Hinterkopf behalten. Das ist so eine uralte kleine Siedlung. Die meisten wohnen da auch nicht fest, sondern es sind eher so Wochenendhäuser. Wirklich sehr skurril, so mitten im tiefsten Wald. Soweit ich weiß, wird da heute auch nichts Neues mehr genehmigt. Das heißt, die bestehenden kleinen Hütten haben da so einen Grandfaserschutz, aber neu geht, glaube ich, nicht mehr, soweit ich weiß. Eigentlich laufe ich jetzt immer lieber rund um den Tempelberg. Das ist so eine private Vorliebe. Eigentlich hier gerade geht man den leichten Bogen. Heute mache ich mal den kleinen Umweg hier, damit ich dann über den Tempelberg laufe und auch ein paar Bilder bringen kann. Was übrigens nochmal vielleicht ganz unwichtig ist, Handyempfang ist hier nada, null, nix, gar nichts. Egal, Vodafone, Telekom, O2, hier ist wirklich, hier geht gar nichts. Also da muss man dann schon mal auf dem Hügel laufen, das Hand hochhalten und selbst dann wird es dünn. Das gilt fast für das gesamte Gebiet hier. Ah ja, so, jetzt dürfte ich so die Hälfte rum haben, ein bisschen mehr sogar. Und hier links oben sieht man auch, Zivilisation gibt es hier noch.
Strom und Telefon läuft ja alles noch oberirdisch. Und ich wollte gerade was twittern. Nein, Evi Error oder Evi Edge. Auf jeden Fall, hier geht gar nichts. So, hier sieht man jetzt auch mal die ersten Hütten. Ja, das ist hier so typisch. Meistens Riesengrundstücke, viel Baumbestand noch. Und irgendwo dann eine Hütte drauf. Wobei diese Hütte hier schon wieder eher so ein Luxusbau ist. Ja, die wird dann auch gerne mal so durchmodernisiert, dass sie dann noch 30 Jahre hält. Klar, wer will so ein Grundstück auch aufgeben, kann ich schon verstehen. Wir sind hier echt mitten im tiefsten Grün. Also ich auch echt schräg. Wir sind wirklich mitten im Naturschutzgebiet, hier tolle Gegend alles. Oder ich weiß nicht, Landschaftsschutzgebiet, ich weiß gar nicht genau. Und dann gibt es hier diese Siedlung. Und wie immer, wo Menschen sind, siehe hier, die haben dann den Unterschied zwischen Hütte und Haus nicht ganz verstanden und ballern sich hier riesen Dinger hin. Und das gefällt natürlich vielen anderen dann nicht. Jetzt geht es langsam weg vom Tempelberg. Und man sieht, das ist das, warum ich hier ja doch öfter und gerne wandere. Ist einfach eine tolle Gegend. Also es gibt auch so diese kleinen Strecken. Ja, hier ist auch mal ein Mountainbiker unterwegs, sieht man ja schon am Untergrund. Aber trotzdem, man ist immer noch allein. Das Einzige, was man hört, ist wirklich Vogelgezwitscher. Na gut, ein Flugzeug ab und zu vielleicht mal oben drüber, aber das ist selten. Und ja, es ist einfach schön. Ja. Kann man gar nicht so in Worte fassen. Sind auch 4 Kilometer rum. Ist irgendwie noch ein guter Kilometer. Und dann kommen wir zum höchsten Berg. Noch mal 1-2 Eindrücke aufnehmen hier. Man sieht, die Wege werden steil. Es geht Richtung Berg. Wenn ja, Bergbewohner lachen. Man sieht, immerhin haben wir auch in Niedersachsen durchaus mal Gefälle. So ist gerade, hier geht's runter. Und das ist gar nicht so ohne für unsere Verhältnisse. Ist das hier schon fast alpin. Der Gipfel ist schon zu sehen, aber das ist hier echt nicht ohne. Ich komme ins Pusten. Hier ist doch ganz schön was umgeknickt. Und da unter durchzukrabbeln ist irgendwie für mein Alter auch schon nicht mehr schön. Die letzten Meter ziehen sich. Hier ist echt steil. Hier ist ja für unsere Verhältnisse wirklich schon hochalpin. Ja, schon gucken, ob Schnee oben liegt. Und man sieht, auch die Wege da unten waren ganz schön zu. Aber nö, haben wir es gleich. Das Stück hat es echt nochmal in sich. Da oben, wer genau guckt, sieht schon den Gipfelstein sozusagen. Gipfelkreuz gibt es hier leider nicht. Aber immerhin Gipfelstein. Ja, dieses Breyer. Das sind auch die einzigen Leute, die wirklich dumm im Kopf sind und das auch noch mit ihren Textbits unterschreiben, wie doof sie sind. Also hier die Farbe hochzuschleppen, um da so einen hässlichen Scheiß drauf zu sprühen, den keine Sau wirklich interessiert. Ja, kann man machen. Ob das jetzt sehr intelligent ist, ja. Selbst hier ist noch kaputt gemacht. Ist sogar was drin. Was ist das denn? Das sagt mir jetzt gar nichts. Schauen wir mal. Nö, das habe ich. Ist das ein Cash? Habe ich schon vor 100 Jahren gemacht? Nö. Mal aufmachen. Ah ja. So eine Art Gipfelbuch. Das finde ich aber richtig cool hier. Larissa und. Oh, halt, bleib hier. Larissa hat schon unterschrieben und Jünde Boy. Ja, da werde ich den auch gleich mal unterschreiben. Das finde ich ja echt mal süß. Also das ist neu. Warum das jetzt wieder irgendein Idiot kaputt getreten hat, gut, da denken wir gar nicht drüber nach. Hier ist der Messstein. Und hier 116 Meter höchster Punkt Hamburgs. Die Aussicht, also wer grün mag, ist sie schön. Aber ganz ehrlich, sehen tut ihr gar nichts. Also rundherum ist so. Ich kam jetzt von da, wo der Specht gerade knurrt. Und hier geht es praktisch Richtung Hamburg. 0,8 Kilometer, die ich wirklich gelaufen bin vom Parkplatz aus. Ich habe erst auf dem Parkplatz angefangen aufzuzeichnen. In 1,2 Stunden, also 1 Stunde 20 Minuten, Entschuldigung. Und
Ja, ich finde, das macht Spaß. Ich freue mich jetzt auch noch auf den Rückweg. Da werde ich natürlich eine bisschen andere Strecke gehen. Das wird man später auf dem Track auch sehen. Ich mag immer gerne eine andere Strecke zurück als hin, sonst wird das irgendwie langweilig. Hier sieht man auch mal, das ist so der, also den kreuzt man eigentlich jetzt nur. Ich werde ihn jetzt auf dem Rückweg aber mal nehmen. Es gibt also diesen Hauptweg, der führt zum Tempelberg und das ist auch eine Betonstraße. Man kann also auch mit dem Auto bis zum Tempelberg tatsächlich fahren. Ich weiß gar nicht, ob das nur für Anlieger oder ganz frei ist hier die Straße, aber die ist okay. Also hier sagt auch keiner was. Die führt dann halt bis in diese Siedlung rein. Kann man machen, wer jetzt also nicht ganz so weit laufen will, der kann natürlich auch beim Tempelberg mal starten. Das ist auch noch einmal ein Gedanken wert. Wie man da hinkommt, da schaut selber, das ist ja auf der Karte zu sehen. Das brauche ich jetzt hier nicht stundenlang erläutern. Ich werde jetzt auch diesen Weg zurückgehen. Der hat nämlich auch den Vorteil, dass man auch neben der Straße schön im Weichen laufen kann. Und ist halt mal ein anderer Weg, weil ich einfach keine Lust habe, den gleichen zurückzugehen. Das wird man ja später auf dem Track auch sehen. Und dann kann man auch schön sehen, Hinweg ist der, der ziemlich direkt vom Parkplatz aus dahin geht. Rückweg ist dieser Weg, der über die Betonstraße einen kleinen Umweg macht, aber halt eine andere Strecke als der Hinweg ist. Ich hatte ja geplant, über die Straße mehr zurückzugehen, aber das ist jetzt echt, Moment, wir haben jetzt 9 Uhr und das ist in der Sonne einfach schon zu warm. Das ist wirklich, wow, was für ein cooles Wetter. Ich glaube, das hatten wir hier die letzten 3 Jahre nicht. Also man sieht auch, der Rückweg hat durchaus mal so seine hübschen Ecken. Wer also gerne auch Tracks zum Beispiel nachmal probiert, dann läuft auch den Rückweg auf meinem Track. Verkehrt ist das auch nicht die Gegend. Parkplatz fast wieder erreicht. Und das ist auch gut so. Wie man da vorne sieht, ist jetzt hier auch schon wieder alles vermuggelt. Lauter Hundegänger hauptsächlich. Ist halt jetzt, geht schon so auf 9:30 zu. Jetzt kommen sie alle aus den Löcher. Jetzt wird's hier voll. Ich habe eben geguckt, das sind also hin und zurück so rund 12 Kilometer gewesen. Ich kann die Wanderung absolut empfehlen. Macht wirklich Spaß. Der Start hier ist auch nicht schlecht, weil der Parkplatz ist wirklich gut da unten. Dafür wüsste ich jetzt auch nicht, dass es da schon mal zu Problemen mit Einbruch oder so gegeben hat. Ist doch noch relativ friedlich in der Wilmsdorf. Ja, also von daher meine Empfehlung. Lauft einfach mal zum Hasselbrack. Dann könnt ihr wenigstens sagen, ihr wart am höchsten Berg Hamburgs. Das ist doch auch schon mal was. Und ich konnte jetzt auch mal in Ruhe die Technik wieder ausprobieren und werde mal sehen, wie ich dieses Video nun zusammenbekomme und auf den Blog. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Laufen, allzeit gutes Wetter und heile Füße. Und für die anderen Hobbykollegen immer wieder raus cashen.